Was macht denn der Sergeant Cross da im Hintergrund? Ach nee, gar nicht wahr. Warte mal, ich bin gerade verkehrt. Nein, das ist unsere Corvette. Verdammt nochmal, sieht die geil aus. Ich habe wieder richtig Bock. Wir bräuchten rein theoretisch nur noch ein paar Rennen. Aber was ich jetzt mal tun werde, das hatte ich glaube ich vergessen, ne? Nach dem Webster. Mal zum... Was ist das? Laut auf meinem Headset, aber scheiß drauf. Wir werden jetzt mal erstmal zum Händler fahren. Ich möchte mal gucken, was da jetzt so steht. Eine, das hatte ich vergessen letztes Mal, oder? Ach, scheiß drauf. Komm, wir fahren einfach mal hin. Verschaffen uns mal einen Überblick. Und dann, ja. Dann werden wir mit den Rennen beginnen. Mit unserer schicken Corvette hier. So, da sind wir auch schon. So gut wie angekommen. Na, schaffen wir es? Nee. Oder? Ja, fast. Irgendwann packe ich das nochmal. So, was ist denn hier im Angebot heute? Hm? Was habt ihr denn im Angebot? Ja, die Corvette. Den Turbo. Ich würde fast sagen, wir machen einfach weiter. Und zwar mit dem, mit der Corvette, ganz normal, easy. Und, ja, da sind wir, glaube ich, immer noch gut mit bei. Weil der ja auch übelst schnell einfach ist. Ne? Also von daher machen wir die Richtung sowieso gar nichts verkehrt. So, einen Mautscheinrenner haben wir ja noch gefahren. So, dann machen wir hier den Rundkurs. Hoffentlich, oh, die Corvette schwebte gerade ein bisschen neben mir, aber das ist okay. Was ist da los? Wahrscheinlich wegen dem Bordstein. Boah, unsere Corvette sieht so pervers geil aus. Was ich auch richtig geil finde, was passt. Ihr müsst mal auf mein Drehzahlmesser achten. Wenn ich am Start stehe und dann dieser perfekte Bereich angezeigt wird, dann wird das Ding schwarz. Das passt ja. Oh, das ist natürlich jetzt mies, dass da zu ist. Ey, die fahren alle die Abkürzung. Was ist denn mit euch verkehrt? Aber ich komme immer noch am besten durch. Oh, schicker RX-8 hier. Ja, der färbt sich dann so schwarz. Das passt voll geil zum Auto. So schwarz-weiß, das ist nice. Schwarz-weiß, das ist nice. Boah, 4 Runden. Ja, sag mal, ihr habt sie doch auch nicht alle, oder? Ey, bei 4 Runden, da muss auch dann letzten Endes die Rundenlänge stimmen. Und ich finde, jetzt bin ich schon fast zu lang unterwegs für ein 4-Runden-Rennen. Muss ich gestehen. Ach Mensch, Mist. Da bin ich jetzt richtig scheiße durchgekommen. Aber komm. Wir haben noch so viel Runden. Alter, die knallen ja aber auch ordentlich durch, ne? Ja, danke. Müll zu Müll oder was? Gib dir gleich mal Müll. Ey, die Corvette zieht aber auch ran. Ey, das ist immer noch die erste Runde. Das ist nicht euer Ernst. Was ist das für ein Rundkursrennen? Okay, die fahren durch die Mitte. Ich denke mal, das hält die doch ganz schön auf im Endeffekt. Weil da auch viel rumliegt einfach. Schön mit 300 durch die City. Ist da vorne noch einer? Alter, wo kam der denn her? Ich dachte, ich wäre Erster. Den habe ich ja mal gar nicht auf dem Schirm gehabt jetzt gerade. Das ist immer noch die erste Runde. Alter, was ist das für eine kranke Kacke, Mann. Jetzt mal ohne Schwan. Und wer ist das da vorne? Ist das der X8? Ganz ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock, hier 4 Runden zu fahren. Und am Ende falle ich dann doch sowieso, weil ich den nicht mehr aufhole. Okay, jetzt, ja, ist der X8. So, jetzt sind wir wenigstens vorbei. Ist doch schon mal ein Anfang. 2 Minuten. 1 Runde. Alter, ihr seid doch krank. Das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist jetzt nicht. Aber die sind alle hier hängen geblieben. What the fuck? Die sind hier alle hängen geblieben. Alle, wirklich alle. Der zuletzt gekommen ist, auch noch. Nice. Tja, Leute, ey, hängen die da immer noch? Nee. Sind sie wieder weg. Alter, krass, was war da los, ey? Komm, den Vorsprung, den wir jetzt hier haben, ganz ehrlich, den kann uns eigentlich keiner mehr nehmen, wenn ich nicht großen Bullshit baue.
kann hier eigentlich nicht mehr viel passieren. Aber gut, wir schauen mal. Der Gummiband-Effekt lässt sich davon nicht beeindrucken, wie gut ich hier fahre. Das wissen wir ja. Mittlerweile alle schon. So, hier schön rum. Das war vielleicht ein bisschen zu früh. Boah, geil. Das war natürlich... Ja, wie er rankommt. Alter, am Arsch hängt der Hammer. Was ist das für ein krankes Rennen, ey? Heftig, Mann. So, ich fahre natürlich... Ich fahre da nicht durch. In der Mitte durch die Park... Parkhäuser da. Das mache ich nicht, Leute. Ich könnte da lange drauf warten. Ach, Mensch. Ja, Mann, auf jeden Fall, Alter. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Sorry, Leute. Ich sage euch auch gleich, wenn hier ein Rennbar ist, wo ich mir lange die Zähne dran ausbeiße, vor allem an so einem 4-Runden-Rundkursrennen, das tue ich mir nicht an. Das lasse ich denn aus. Das ist mir dann auch scheißegal. Aber schauen wir mal, wir haben ja noch 2 Runden, immer noch. Wir sind doch nicht schon 4 Minuten am Fahren, nö. Gut. Erstmal weiter gucken. Hier verlieren sie zum Glück immer ganz schön an Geschwindigkeit. Warum auch immer. Mir passt es in den Schritt. So. Kurve. Alter. Ey, das mache ich doch jedes Mal, dass ich da so komisch hängen bleibe. Also, krass, die Strecke hat es wirklich in sich, auch von der Länge her, definitiv. Das ist schon nicht ohne. Wie die immer schnell die Zäune wieder hochziehen, ne? Oh Junge, Respekt, kann sich Deutschland von den Reparaturen, von der Dauer her eine Scheibe abschneiden. Also, da bin ich ehrlich zu euch. Also, das Rennen möchte ich echt ungern neu starten, irgendwie. Sehr, sehr ungern. Nicht gegen die Wand. Boah, Alter. Weil da verlierst du... Ah, die sind schon wieder dran. Da verlierst du am meisten Zeit. Gerade auch, weil du die, die Erhebung da hoch musst. Und wenn du da falsch ranfährst, verlierst du richtig Zeit. Nein. Okay, der hat Bullshit gebaut. Der will zum Tuning-Shop. Ne, was ist da? Ist da ein Unterschlupf, ne? Stimmt. Unser Unterschlupf, wohlgemerkt. Nicht zugänglich für andere. Auch nicht mit hier Wingardium Leviosa oder was weiß ich. Oder wie war das Passwort nochmal bei Harry Potter? Ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist so lächerlich, ganz ehrlich. Es ist so lächerlich. Du kannst dominieren, wie du willst. Es interessiert dir nicht. Es interessiert dir einfach nicht. Kann jetzt mal aufhören zu ruckeln, ey. Meine Fresse, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum es ruckelt? Nee, das geht. Das hatte ich noch nie. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe es nicht. Echt? Null. So. Danke, danke. Danke, danke. Alter, wie krank die einfach unterwegs sind hier in dem Rennen, ne? So, letzte Runde hier. Letzte Runde. Mach keinen Mist hier jetzt, ey. Mach keinen Mist. So, hier fährst du immer noch einen relativ guten Vorsprung raus. Die drehen sich da unten wieder fröhlich. Wie im Karussell. Aber gleich, dann kommen sie wieder ran. Ey, 7 Minuten einrennen. Das ist nicht normal, ey. Das ist übertrieben. Aber ich weiß schon, genau das wollt ihr, ne? Genau das wollt ihr, dass ich mich ärgere. Und das Blöde ist, das schafft ihr auch immer noch. Jedes Mal.
So, jetzt will ich mich echt konzentrieren, weil das möchte ich echt nicht nochmal starten. So, das sah doch schon mal ganz gut aus hier. So, Nitro aufladen lassen, soweit es geht. Sofern ich es nicht bald schon wieder brauche. Das will ich mal hoffen wollen. So, hier kommen sie ja dann langsam, aber sicher immer wieder ran. Gleich im nächsten Abschnitt. Genau hier geht's los. Nein, komm. War so klar. Komm, ey, komm. Oh Mann, das war jetzt mies und unnötig. Da hinten ist das Ziel. Ey, komm bitte. Oh, Alter. Wie lang ging dieses Rennen? 8 Minuten 41. Alter Schwede. Alter Schwede. Und jetzt kommt direkt... Wie viele Kilometer waren denn das? Boah, das ist auch schon wieder so lang, ne? Ey, guckt euch das mal an. 3 Runden? 15 Kilometer. Ey, seid doch nicht ganz normal, ey. Hohoho. Ihr Kranken, ey. So, jetzt guck mal auf den Drehzahl. Wie geil schwarz er wird. Das passt einfach so Bombe. So, Leute. Ich mach hier doch direkt mal den Anfang. Und werde direkt Erster. Und springe rum wie so ein Gummibärchen. So, ich bin ja gespannt, wie die Gegner sich hier verhalten. Das ist ja immer so eine Sache. Ich sag mal, du hast halt bestimmte Stellen in den Strecken, wo die auf einmal rankommen, obwohl du perfekt fährst. Und da muss man sich auch erstmal reinfuchsen. Da sind dann natürlich die Rundkursrennen einfach optimaler. Ich sehe es auch schon kommen. Wir werden jetzt wahrscheinlich... Ich hatte das einmal geschafft. Okay, da hätte ich die Abkürzung fahren können. Das war doof. Dass ich die Rennen alle in ein Part gepackt hatte. Ich glaube, für den Ming war das, ne? Die Rennen. Ich glaube, das werde ich nicht nochmal schaffen. Okay, wir können links rein hier. Das ist nämlich eine gute Abkürzung. Wenn wir hier den hier machen. Weil, ne? Ihr habt schon gesehen, wie das Auto einfach nicht klarkommt auf seine Umgebung. Durch diese starke Anhebung da. So, die erste Runde geht an uns. Meine Dingens juckt. Okay, jetzt wollte ich die Abkürzung nicht nehmen. Squeal ist rausgeflogen. Ist mir eigentlich scheißegal, wer rausgeflogen ist. Solange ich nicht rausfliege. Mit 300 hier lang, ne? Unglaublich krank. Das war schlecht. Das war sehr schlecht. Und da ist doch direkt einer hinter uns. Du darfst echt kein Bullshit hier bauen. So, wer ist denn da hinter mir? Ich muss gleich mal gucken. Oh, ich weiß nicht. Sah nach einer Kobalt aus. Danke dir. Das ist, glaube ich, eine Kobalt, ne? Ne, den Presa. Dessen Motorsound ich ja mal gar nicht leiden kann. Ja, Mann, auf jeden, Alter. Leck mich. Fahr ich da auch noch rein, ey. Wie soll's auch sonst sein? So, und wieder die Abkürzung. Am besten macht man hier schon den Kram an. Dann kann man nämlich hier den Rest ohne Speedbreaker fahren. Oh, jetzt fahren sie auch die Abkürzung. Ob die wohl dazu lernen? Das Gute ist, dass sie im letzten Abschnitt immer ziemlich langsam werden. Das ist beruhigend.
So, und jetzt ist der Kollege natürlich auch jetzt immer dran. In den Runden hier vor war der immer... Da waren die Kollegen an dieser Position der Strecke immer sehr weit weg. Aber jetzt in der letzten Runde natürlich, ne, müssen sie natürlich hier ein bisschen Action machen. So. So, hier nicht zu schnell, weil hier die blöde Passage kommt. Und der rutscht auf einmal, der Wagen. Der rutscht auf einmal. Okay, der ist hängen geblieben. Okay, das ist jetzt beruhigend. Auf eine gewisse Weise, aber der kommt ja sowieso wieder ran, wie er will. So, hier die Abkürzung. Sehr nice. Hier hätte man besser fahren können, aber... Aber hey, so, der kommt wieder ran. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er jetzt auch wieder die Abkürzung fährt. Ja, fährt er. Was ist das für Musik mit dem Hund? Habe ich ja noch nie gehört. Wahrscheinlich liegt das daran, weil die Rennen so verkorkslang werden, aber wir haben es geschafft. Boah, wir haben jetzt schon über eine Viertelstunde rum. Und wir haben zwei Rennen geschafft heute. Heftig, oder? So, eine Radarfalle. Oh, die sind alle so dermaßen lang. Übertrieben, ey. So, eine Radarfalle. Mit einem Porsche, was ist das? Ein Clio und eine andere Corvette. Okay, Corvette kommt relativ oft jetzt, ne? So. Hallöchen, Kollege. So, ich bin gespannt, wo die erste Radarfalle ist. Ich denke mal, da unten irgendwo. So. Mit 350 Sachen kann man aufrunden, oder? Kann man aufrunden? Ja, kann man. Sind wir Erster mit doch einem recht deutlichen Vorsprung. Aber wie gesagt, das Rennen ist lang. Deswegen, ne? Ruhe ich mich da auf keinen Fall drauf aus. .254 sah auch ganz gesund aus. Wie ich finde. Ja. Das bin ich mittlerweile schon gewohnt. Scheiß drauf, Alter. Kann ich eh nicht ändern. Alter Schwede, wie die einen gerade zieht auf einmal. Ist ja heckangetrieben, das Teil. So, wir sind immer... Ronny fährt mit. Das ist ja ist ein anderer Ronny, oder? Muss doch ein anderer sein. Okay, das war jetzt bitter. Das war jetzt bitter. Aber wo sollte ich hin in dem Moment? Spult mal zurück und sagt mir wo in die Kommentare, wo ich hätte hingesollt. Bitte. Aber wir sind immer noch Erster. Och, Mann. 100 km/h Vorsprung. So, ich fahre nicht die Abkürzung. Wo ist der? Wo ist der Blitzer? Wo ist er? So, den muss ich jetzt aktivieren, Alter. Sonst wäre ich. Sonst wäre ich tot gewesen, Alter. So, gut durchgekommen, finde ich. Nice. Okay, Bullen lassen sich langsam aber sicher auch blicken, leider. Verpisst euch. Ihr habt nämlich Stufe 5. Da wäre das bitter, wenn man dann aus dem Rennen raus eine Verfolgung startet. Weil das kann sich ganz schön hinziehen. Weil das sind ja dann auch mehrere Leute. Mehrere Polizisten, die einen verfolgen. Oh, wir sind aber deutlich in Führung. Alter, was ist denn da los? 300 km/h Vorsprung. Alles klar. Da sage ich nicht nein. Was machen die denn da? Ja, 300 km/h. Okay, das ist gleich ein beschissener Blitzer.
190, ich denke mal, das wird auch keiner packen von denen. Weil die da ganz normal rumfahren. Alter, haben wir hier einen Vorsprung. Das ist, schon wieder kein Vergleich zu den Rundkurs- und Runden-K.O.-Rennen, was wir eben hatten. Also die waren ziemlich knackig dagegen. Du erregst viel Aufmerksamkeit. Achte auf die Fahndungsstufe deines Wagens. Wenn du Fahndungsstufe 5 erreichst, bekommst du Ärger. Auf dieser Stufe werden schwere SUVs, aggressivere Hubschrauber und dein schlimmster Albtraum eingesetzt. Das Corvette-Geschwader von Cross. Wenn du es vermeiden kannst, lass dich nicht mit ihnen ein. Wenn ich es vermeiden kann, kann ich aber nicht immer steuern. So. Auf ins nächste Radar fallen rennen. Ich muss mal eben erst was trinken. Ich habe gerade echt einen trockenen Mund. Gut, so, auf geht's. Ein Supra RX8 und Ford GT. Wo ist denn der erste Blitzer? Zeig dich, halt an. Man wartet immer so darauf, dass ja, das Radarfallen-Symbol stehen bleibt. So, das sah schon mal gut aus. Hoffentlich. Oh, Ronnie fährt wieder mit. Und wieder guten Vorsprung. Allein schon durch die erste Radarfalle durch. Wo ist die nächste? Und durchziehen. Komm, 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 komm. 292, ich denke mal, das wird ihr auch gewinnen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mir jetzt schon sehr sicher. Vielleicht ist das ein bisschen zu sicher, ich weiß. Aber ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass sie mich noch kriegen. So. Okay, das darf mir dann nicht passieren. Das war jetzt kacke. Das war jetzt sehr kacke. Da hätte ich vielleicht doch dann die Abkürzung fahren müssen. Aber ich wusste ja nicht, dass hier direkt die Radarfalle direkt danach kommt. Nach dieser blöden Kurve. Aber gut. Noch sind wir in Führung. Aber auch nicht mehr mit allzu viel Abstand. Also konzentrieren. So, 3,50 schon wieder, ey. Ups, doof durchgekommen, aber... Ja, das gewinnen wir auch. Boah, Alter, wie viel Vorsprung habe ich? Ey, schon wieder irgendwie um die 300 km/h. Krank. Jetzt geht's aber echt ab hier, ey. So ein Rennen werden wir wohl noch schaffen. Noch ein Radarfallenrennen. Auf geht's. So, GTO Corvette. Schon wieder Corvette, ey. Immer Corvette, ne? Und hässlicher Cadillac. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie den ins Spiel gemacht haben. Echt ohne Scheiß. Der ist so unnötig hier drin. Ich kenne keinen, der den jemals gefahren ist im Game. So, wo ist die Radarfalle? Da. Gut, hier werden wir, denke ich mal, ungefähr gleich auf sein alle. Obwohl der hier jetzt schon... Ja, doch. Doch einen guten Vorsprung noch. Um die 50 km/h. Das ist schon mal... Als Anfangsgeschwindigkeit schon mal ziemlich gut. Das hat uns jetzt ein bisschen ausgebremst hier. So, und der Heini dann noch mehr. 2,40. Immer noch Erster, okay. Ja, leg mir ruhig alles hin hier. Ist doch vollkommen okay. Boah, yeah, Mann. Ich denke mal, das hat richtig was gebracht jetzt. Ja, 200 km/h. Krass, wie wir mit der Corvette hier bei den Radarfallenrennen abgehen, ne? Das ist schon, das ist schon nicht schlecht, ey. So, 190, ich weiß ja nicht. Aber das wird trotzdem noch reichen. 994 zu 700. Ja. Wir haben um die 200 km/h Vorsprung. Läuft. Das läuft.
230 fährt er, glaube ich, sonst. Es hat auch jetzt meine Zeit genommen. Naja, wollte gerade sagen. Weil der immer noch tick, tick, tick gemacht hat. Denk mal, da wird keiner mehr rankommen. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das haben wir in der Hand. Boah, was kommt jetzt für eine Kurve? War das meine Kurvenname? Alles klar. Was auch immer ich da gerade gerammt habe. 400 km/h Vorsprung. Alter, was ist hier los, Mann? Was ist hier los? So ein Sprintrennen haben wir hier noch. 9,8 Kilometer. Das machen wir auch noch. Komm. 26 Minuten drauf. Das geht noch. Geht hier oben. Muss hier Lago. Und wieder ein Cadillac. Ah, schon wieder ein Cadillac. Bah! Bah! Einfach nur bah! So, abgezogen. Break up. Hinter mir ist keiner. Schade. Was willst du machen? So, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir uns hier schlagen. Erstes Sprintrennen, oder? Normale erste Sprintrennen. In diesem Rennen für JV. Genau, für JV. Da hat er gerade kurz nachgeladen. Hoffentlich hängt sich mein Spiel jetzt nicht gleich auf. Das wäre bitter. Oh, keine Bullen, Alter. Das brauche ich jetzt nicht noch gegen Ende des Parts. Ohne Spaß. Bankenviertel. Bankenviertel. Oh mein Gott, was ein Manöver. Das war gerade episch, oder? So, hier ab auf die Autobahn. Hälfte haben wir gleich rum. Okay, hier geht's schon wieder runter. Keine Bullen, bitte. Oh, ich fahre auch noch hier in die Straße rein. Das ist nicht euer Ernst, oder? Ich glaube, genau hier warten die nämlich auf mich. Aber Stufe 1. Oh, Alter, jetzt habe ich aber Glück gehabt, Mann. Weil die jagen dich dann auch nicht. Warum auch immer. Kein Plan. Darf der nur Stufe 5? Bloß nicht Stufe 1, wenn da einer ist. Du, mir soll es recht sein. Nein. Ja. Moin, tschüss. Kommt einem manchmal so vor, als wenn man irgendwie einen Freifahrtschein hat oder so von den Bullen. Fahr, Mann, ist okay. Du bist eh nicht auf meiner Auftragsliste. So. Denk mal, wir hätten noch zwei Rennen so mehr fahren können, wenn dieses üble Rundkursrennen da nicht gewesen wäre am Anfang. Aber gut, das gehört nun mal dazu. Und rein ins gute Ziel. Jawohl, da haben wir's. Und sind gut in der Zeit. Ich würde sagen... Hey, jetzt ist die Nummer 4 der Blacklist dran. JV ist beim Publikum echt beliebt. Mach ihn schnell fertig und weiter geht's. Lass es nicht zu lange dauern. Auf gar keinen Fall. Wir müssen jetzt trotzdem erstmal zum Unterschlupf. Oh, jetzt ist ja auch schon wieder, ey. Wie viel Kohle haben wir eigentlich? 257.000. Das ist ja auch nicht wenig, ne? Jetzt können wir den auch schon rausfordern, Alter. Dann haben wir ja nur noch 4 Rennen für die nächste Folge. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge auch den guten JV rausfordern. Guck mal, das ist nicht so lang, ne? 11,6 ist auch nicht wirklich kurz, aber ey. Dann haben wir noch einen Rundkurs über 3 Runden.
11 Kilometer, Alter, jaut aber ganz schön rein, ne? Gut, ich würde aber sagen, das soll es für heute gewesen sein. Wenn es dir wie immer gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abonnement natürlich auch sehr. Es kostet dich nichts, aber mich würde es freuen, wenn du ab und zu hier reinschaust, wenn es dir gefallen hat. Und damit sage ich euch noch einen schönen Tag. Haut da rein. Ciao, ciao.